Und damit willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Bros. 3. Wir fangen jetzt direkt erstmal hier mal an mit einer Runde. Ich glaube Memory. Ja, genau, Memory. Ich habe mir mal wieder nicht gemerkt, wo was war. Wir machen einfach mal das hier. Ein Pilz. Wo war ein Pilz? Vielleicht hier? Nee, da war eine Eisblume. Ja, toll. Ich kann mir das einfach nicht merken. One-Up war bestimmt hier. Ach, da war der Pilz. Unterm Stern und um links. Vielleicht kann ich mir das zum nächsten Mal merken. Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Ja, heute wollen wir endlich Welt 3 abschließen. Also, das ist... das ist ja cool. Das ist jetzt hier sehr, sehr cool. Okay. Da fehlt jetzt nur noch das Kase hier. Beziehungsweise wird wahrscheinlich wieder ein Luftschiff sein. Weil sich mal wieder König verwandelt hat. Dieses Mal in ein Sparky. Hieß das Sparky? Ich glaube, ja. Und ja, derselbe Text wie sonst auch. Und wir sind jetzt auf einem blauen Luftschiff. Alles klar. Dann kann es losgehen. Zack. Ja, natürlich wieder Scrolling. Was hätte es auch anders sein sollen? Okay, hier komme ich nicht mehr wieder zurück. Aber brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, ich habe nochmal links den Rand mal entfernt. Jetzt mal endlich. Der ja... der da war. Den habe ich mal entfernt. Rechts kann ich halt nicht so wirklich entfernen. Das funktioniert dann nicht. Weil... Beziehungsweise könnte ich, aber ganz ehrlich, dann seht ihr nicht den ganzen Screen und das ist ja natürlich auch nicht das Wahre. Und eigentlich wollte ich jetzt schnell hier hoch, damit ich schnell hier die Feuerblume nehmen kann oder Tanuki oder was auch immer. Und dann, ja, bewirkt das sogar, dass ich hier jetzt klein bin. Na toll, na gut, einfach weitermachen, einfach weitermachen. Wir würden hier jetzt am Ende auf uns mal... Oh, diese Dinger gab es hier auch schon. Was ist denn das für ein Mist? Boah, das... dauert viel zu lange. Das dauert viel zu lange. Und ich weiß auch nicht, was das da bringt. Aber vielleicht muss ich das später... Nee, warte, was? Okay. Hätte jetzt dann vielleicht gedacht, das später. Muss ich dann da mal... da drehen? Aber nee. Aber nee. Wir bleiben einfach mal hier oben. Das ist, denke ich mal, die richtige Art und Weise. Und da ist sogar schon das Ziel. Kriegen wir es im ersten Versuch hin? Das wäre ja natürlich sehr, sehr schön. Nicht so wie bei Bum Bum im Netzbar. Wenn... ich spring direkt rein. Wendy wartet hier auf uns. Und jetzt muss ich da erstmal hinterher. Ja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns bei Wendy wieder, weil das Level war ja jetzt nicht schwer. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal sehen. Daher, ja, wo ist denn das Luft? Ach, das ist direkt hier. Sehr schön. Leider bin ich trotzdem wieder klein, weil ich mich einmal von einem Monty-Maulwurf treffen lassen habe. Aber ist nicht so schlimm. Boah. Der Kampf ist aber schon fies. Der ist fies mit den zwei Reifen. Ich weiß nicht, ob ich auf die... Okay, ich darf auf die nicht drauf springen. Okay, gut zu wissen. Okay. Gut, dann weiter hinterher. Ich habe mich leider wieder billig treffen lassen. Dieses Mal von einem Feuerstrahl. Ja, nice. Komm, dich kriegen wir sofort nochmal. Sehr schön. Und jetzt, wenn du... rauskommst, will ich dich nochmal treffen. Hat wieder nicht funktioniert. Ach, Manno. Ich muss mal als großer Mario da mal wirklich mal ankommen. Das wäre sehr gut. Das wäre sehr, sehr gut. Aber ich lasse mich immer vorher einmal treffen. Ey, das war doch jetzt kein Treffer. Ich lasse mich immer an ganz vielen verschiedenen Stellen immer treffen. Ja. Nee, warum lasse ich mich jetzt hier mal treffen? Dann halt wieder als kleiner Mario. Komm, jetzt hier, ja. Zack. Bam, habe ich dich nochmal direkt. Nein, und jetzt schickst du da wieder so einen Reifen los. Nein. Aber ich werde natürlich wieder komplett zurückgeschleudert. Ist klar. Komm, jetzt will ich das ohne einen Gegenhit schaffen. Und dann... Ach, Mann, oh. Der erste Versuch kam ich hier immer durch. Okay. Wir sind wieder hier. Ey, das ist lächerlich, wie ich jetzt hier fail. Lächerlicher geht's nicht mehr. Es geht nicht mehr lächerlicher. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Was ist mit meinem Skill passiert? Wo ist der hin? Ich habe keine Ahnung. Okay. Jetzt will ich das hier easy bitte schaffen. Bitte. Ah, je, je. Okay, hier bin ich durch. Und den Rest habe ich jetzt die letzten Versuche immer ohne Gegenhit geschafft. Also schaffe ich das jetzt auch, oder? Ich hoffe. Was? Ach, Mann! Dieses Luftschiff ist so einfach. Es ist so verdammt einfach. Und ja, ich fehle hier so sehr.
Und ich fehle hier so sehr. Oh, komm, komm. Jetzt meine Chance. Was? Oh, ich bin so Game Over. Oh, hätte ich kein Safe Set vorher gesetzt, müsste ich jetzt die ganze Welt nochmal von vorne machen. Aber ich habe vor dem Part, vor dem Level, ein Safe State schon neu gesetzt. Und den lade ich jetzt, sodass wir, dass ich jetzt hier weitermachen kann. Oh, nee, ey. Das triggert mich gerade. Das triggert mich gerade, dass ich so dermaßen an diesem Level gerade fehle. Das triggert mich. Ich wollte keine Pause, ich wollte nur den Text überspringen, schnell. Das triggert mich gerade so dermaßen, weil dieses Level ist sowas von gut machbar. Sowas von gut machbar und trotzdem habe ich da gerade so dermaßen Probleme, was ich einfach nicht verstehen kann. Ich verstehe es nicht, warum ich da solche Probleme habe. Oh, jetzt bin ich wenigstens von Anfang an groß. Wir machen das Level jetzt gemeinsam, weil ganz ehrlich, es geht ganz schnell vorbei und ich bin halt jetzt groß. Ich bin gerade halt groß. Das ist mein Vorteil gerade. Und dadurch sollte ich doch wenigstens als großer Mario bei Wendy ankommen. Also wirklich, wirklich. So, hier, zack, jetzt hier runter. Hier kann ich durchlaufen. Zack, zack, zack. Dann geht's hier rechts hoch. Ich kenne das Level inzwischen auswendig. Und Tanuki gibt es hier. Na, ist doch nice. Nicht mein Ernst. Nicht mein Ernst. Wenn ich jetzt hier fehle. Wenn ich jetzt hier fehle. So, runter hier. So, okay, gut. Ich bin jetzt hier als großer Mario. Und jetzt darf ich hier natürlich nicht failen. Ich bleibe erstmal hier so ein bisschen drauf, gucke, wo ich hinspringen kann. Dann springe ich hier nämlich in die Mitte. Dann springe ich sofort hier rauf. Und dann gibt es nur ein paar Monty-Maulwürfe, denen ich ausweichen muss. 3 Stück, glaube ich. Und mehr gibt es dann auch nicht mehr, weil ich muss jetzt hier oben lang. Und dann gibt es hier hinter direkt 3 Monty-Maulwürfe. Das sind die letzten Gegner. Und die tauchen nochmal auf. Zack und zack. Und dann kann ich hier in die Röhre rein. So schwer ist es wirklich überhaupt nicht. Jeder Fail war einfach lächerlich. War einfach dermaßen... Wenn ich jetzt hier faile. Wenn ich jetzt hier faile. Mann! Was? Wenigstens komme ich jetzt hier als großer Mario an. Wenn ich jetzt nochmal faile. Oh Mann, bitte, bitte. Ich will jetzt das scheiß Level schaffen. So, zack. Egal, egal, egal. Hab ich dich! Ich hab dich! Ich hab dich! Oh mein Gott, ey! Oh mein Gott, war das ein Krampf! Obwohl es eigentlich so einfach war. Aber das ist ein Sinnbild für die ganze Welt. Ich fand die ganze Wasserwelt sowas von schrecklich. Und ich bin froh, dass wir endlich in Welt 4 sind. Endlich sind wir in Welt 4. So, hier, zack, König ist wieder da. Hallo, hallo, hallo. Yes, yes, yes. Und ein Brief von der Prinzessin natürlich. So, kann mal der Brief kommen? Danke sehr. So, der weiße Block enthält Magie-Power, dass du zum Verteidigen gegen deine Gegner einsetzen kannst. Okay. Weißt du, okay. Verstehe ich jetzt nicht. Aber gut. Aha, da sind wir nun. Ist das so eine Art Dschungel? Werden wir mal herausfinden, ob das eine so eine Art Dschungel ist. Mal gucken. Okay, wo sind wir? Wo sind wir? Da sind wir, da sind wir. Dann gehen wir direkt rein in das erste Level. Oh, Riesengegner. Eine Riesenwolke hier. Ist das cool. Okay, das wird nice. Boah, und auch Riesenfragezeichenblöcke. Erinnert mich an das eine... War es New Super Mario Bros. V oder war es U? Wo es auch riesige Gegner für gab? Nein, der Pilz. Und ich bin auch weg. Ich darf gar nicht so... vergeuderisch sein mit meinen Items. 16 habe ich jetzt keinen gesetzt, weil wir sind eher am Anfang der Welt. Boah, auch der Goomba ist cool. Der Goomba ist so cool. Der Goomba ist so cool. Und jetzt... warte, warte. Hier, zack, und dann zack. Jetzt sind wir groß. Jetzt sind wir groß. Ich kann so auf den Wolken auch stehen. Okay, cool. Das finde ich nice. Ah, mir gefällt das jetzt hier schon. Deutlich. Oh, ist das cool. Seht ihr die Partikel bei Mario? Also, er kann hier richtig... Achso, weil er schwimmt. Ich dachte, weil er hier jetzt eine Dusche nimmt. Okay, nice. Kann ich hier hoch? Danke sehr. Danke sehr. Ach, wir gehen direkt weiter. Wir direkt... Kann sein, dass da irgendein Item drin war. Aber ich will es nicht riskieren. Hui! Und bam! Weg mit dir. Der Block wurde dann nicht betätigt, ist aber nicht so schlimm. Zack!
Oh, das ist cool. Das ist cool. Ja, spei mal ruhig Feuer. Ich versuche einfach mal drüber zu springen. Hat gut funktioniert. Und rein hier. Ja, guck mal. So muss es sein. So muss es sein. Und schon Level abgeschlossen. Rein hier. Und den Stier. Kann es sein, wenn wir aus der Röhre rauskommen und sofort hinlaufen und dann direkt das Ding nehmen? Dass man so ein bisschen timen kann, um einen Stern zu kriegen? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Dann direkt zu Wetz. Auch nicht Wasser. Nein. Nein. Davon habe ich doch genug. Davon habe ich doch genug. Oh, der Chip ist down. Sehr gut. Ah, das finde ich jetzt frech. Okay, weiter geht es, weiter geht es. Hier, diese Blöcke kann ich ja... Oh, Tanuki, Tanuki. Yes, yes. Ich habe einen Tanuki, ich habe einen Tanuki. Geil. Mal sehen, wie lange ich den habe. So, jetzt bin ich hier oben rauf. Nein, du erreichst mich nicht. Und weiter geht's. Ai, ai, ai. Ja, du dachtest gerade. Hier ist ein P-Switch. Warte, ich warte kurz. Das ist jetzt doof. Oh, ich habe den Chip besiegt. Oh, ein Stern. Boah, das ist hier richtig gut, dieser Stern. Der ist richtig gut, weil hier so viele Gegner sind. Nice. So, und jetzt sofort nach rechts laufen und sofort das Ding... Dings. Ja, es ist wieder ein Stern. Vielleicht ist das ein kleiner Trick, um hier immer Sterne zu kriegen. Boah, das wäre irgendwie cool. Aber da muss man halt auch irgendwie am Ende dann aus einer Röhre rauskommen. So, ich werde erstmal kurz das Pilzhaus hier betreten. Ich nehme dieses Mal die goldene Mitte. Die goldene Mitte. Zack. Eine Feuerblume. Sehr schön. Haben wir bisher, glaube ich, nur eine einzige. Daher, zack, auf zu Level 3. Okay, kein Wasser mehr. Kein Wasser mehr. Nein! Ja, ich wusste nicht, dass ich dann bewegungsunfähig bin. Das wusste ich nicht. Aber ist nicht so schlimm. So, zack. Ja, die Gegner kennt man natürlich auch schon aus den neueren New Super Mario Bros. Teilen. Aber ich habe da in dem Moment halt auch gar nicht dran gedacht, weil ich da ein bisschen überrascht worden bin. So, jetzt bin ich direkt von Anfang an klein. Ja, sehr schön. Oh, ich hasse euch. Ich hasse euch. Oh, ich hasse euch so sehr. Ich hasse euch so sehr. Ach, Mann, ich spring voll daneben. Voll daneben. Ich habe kein Safe State bisher gemacht. Ich baue mal kurz ein Safe State, damit ich nicht die ganze Welt nochmal neu machen muss, falls ich hier Game Over gehe. Weil hier kommen ja schon gerade ein paar mehr Fails zustande. Zack. Oh, das war knapp. Das war knapp. So, komme ich an dem jetzt auch mal vorbei? Danke sehr. Und hier geht's rein in eine Röhre. Vielleicht in den Untergrund? Ja. Okay, sieht sehr interessant aus. Wieder mit Käfer. Ganz viele verschiedene Käfer. So, weg mit dir und hier einfach mal rüberspringen. Ja, komm. Weg mit dir. Hier ist irgendwo ein Pilz drin. Hier ist kein Pilz drin, dann halt ohne Pilz. Was soll ich denn da jetzt machen? Okay, wenn der Paracooper rechts ist, einfach schön weiten Sprung. Oh, das war knapp. Aber es hat funktioniert. Das war schon so ein blöder Blind Jump. Hier ist ein Pilz. Sehr schön, den brauche ich. Weiter geht es. Oh, jetzt auch Stachis, richtig? Nicht nur diese normalen Käfer. Okay, da muss ich rüber. Das ist kein Problem. Zack. Aber das gibt mir Hoffnung, dass dann eine Röhre ist am Ende vorm Ziel. Dass ich wieder einen Stern kriege. Aber ich sehe nicht, was dort rechts ist. Das ist das Problem. So, jetzt müsste so langsam unten sein. Ich hätte auf ein paar Koopa drauf springen müssen, aber ich wusste das ja nicht. Woher soll ich das bitte schon auch riechen? Ich hasse solche Sprünge. Ich hasse sie. Und jetzt bin ich wieder klein. Oh, ich hätte vielleicht eine Feuerblume nehmen sollen. Aber egal. Einfach mal egal. So, zack, zack, zack. Schnell hier. Nein, nein. Ich lebe noch, ich lebe noch. Ich lebe nicht mehr. Oh nee, jetzt bin ich hier an diesem scheiß Käfer gestorben. Ernsthaft? Oh, ich bin gleich Game Over. Gut, ich habe vorher ja jetzt Safe State gemacht, aber dennoch, ich will halt nicht Game Over gehen. Ich mach mal jetzt hier ab den Pilz. Ich glaube, das ist eine gute Stelle, weil irgendwo war ja hier dann direkt der Paracooper, wo ich drauf springen musste. Hier, hier. War das? Nee, hier nicht. Hier noch nicht. Hier noch nicht. Hier dann. Ja, genau, hier war's. Boah, ist das fies.
Hey, ich hab doch A zum Springen gedrückt. Was soll denn das denn jetzt? Game over. Und man kann wieder zum Anfang... Was ist denn da jetzt? Achso, da ist der Start von dieser Welt. Okay. Ich nutze aber mein Save State von eben. Da hatte ich... Ich glaube noch 2 Leben. Kann das sein? Ja, genau. Ach, jetzt springe ich in diesen Gegner rein. Ernsthaft? Dann wieder ab dem Pilz. Hier war erstmal der einfache Parkour. Jetzt hier nicht treffen lassen. Genau. Und ich spring da einfach. Ach, Mann! Ey, heute sind die Fates aber so dermaßen am Start. Oh, jetzt habe ich noch dich. Ah, ich hätte vielleicht vorher mal... Obwohl, du gehst ja. Du, das geht ja. Das geht ja voll klar. Das geht voll klar. Was kriege ich? Eine Wolke? Kann ich dann direkt auf Lakitus Wolke fliegen? Ist ja mal interessant. Aber gut, sagen wir es mal so, wenn ich gleich in Game Over gehe, dann ist die Wolke ja auch wieder weg. Ich dachte, er springt und ich wollte... Ach, Mann. Weißt du was? Weißt du was? Ich werde jetzt einfach ein Item nehmen. Ich werde ein Item nehmen. Und zwar, ich habe 2 Feuerblumen. Jetzt habe ich nur noch eine und bin direkt mit einer Feuerblume ausgerüstet und kann hier direkt Feuerbälle schmeißen und... Oh, ich dachte, meine Feuerblume ist direkt weg. warum springt er jetzt sofort? Sonst seid ihr nicht immer gleich gesprungen. Aber so passt das. Und jetzt hier rein. Oh, Tanuki ist geil. Wollte nämlich schon sagen, aber hier drinne bringt mir Feuerblume reichlich wenig. Aber Tanuki ist geil, weil dann... Okay. Okay, ich musste kurz wegen der Steuerung... Arsch drücken und dann nochmal drücken. Und dann fliege ich umso weiter. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann könnte ich diesen Sprung tatsächlich... Er drückt schon wieder kein A. Was ist das, bitteschön? So, jetzt bin ich wieder hier an der Stelle. So, auf ein paar Cooper. Ach, es ist so einfach. Eieiei. Das ist fies. Aber jetzt haben wir es. One-up, 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 one-up. Gib mir das One-up, gib mir das One-up, gib mir das One-up. Ja, 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 ja. Her dann mit dem. Sehr schön. One-up. Dann habe ich wieder ein Leben. Juhu. Was ist das jetzt hier wieder so ein komischer. Das ist, wo wir auch im letzten Part oder vorletzten Part einen Stern mal so bekommen haben. Ist mir erst im Schnitt aufgefallen, dass da aus so einem Block dieser eine Stern kam. So, jetzt sofort laufen, 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 laufen und. Yes! Es ist. Es funktioniert tatsächlich, wenn man aus der Röhre rauskommt, sofort läuft und sofort die Karte holt, dass man dann immer einen Stern kriegt. Geil. Jetzt haben wir wieder 6 Leben. 7 sogar. Wir sind wieder im Rennen. Haha. Sehr schön. Und das nächste Castle. Ich mache jetzt erstmal kurz wieder den obligatorischen Save State. Falls wir Game Over gehen. Und das Castle. Schaffen wir noch. Ich habe so viel heute geschnitten. Das Castle schaffen wir noch. Und ich versuche mich so auch ein bisschen zu beeilen. Was? Die Flammen bewegen sich? Was ist denn das jetzt hier mit den ganzen Röhren? Das ist jetzt ein bisschen problematisch gewesen. Aber okay. Warte mal. Hä? Da ist nicht mal ein Boden? Oder ist da... Hä? Jetzt bin ich aber mehr als verwirrt. Och nee, jetzt kommst du mir hier in die Quere. Na gut, hatten wir ja eben schon mal. Ach ja, klar. Komm, spring. Spring, spring. Danke. Bam, hab ich dich. Hab ich dich. So, jetzt kriegen wir wieder die Wolke, die ich ja vorhin schon bekommen habe, weil er wieder weg war. Und dann... Probieren wir es hier nochmal. Vielleicht hätte ich in eine der Röhren reingehen müssen. Ich habe die Röhren gar nicht abgeprüft. So, erstmal hier durch, erstmal hier durch, erstmal hier durch. Dich hier. Ich prüfe mal die Röhren ab. Die Flammen sind aber... Bin ich denn da jetzt? Bin ich gegen die Kerze gekommen? Das war jetzt nochmal doof. Warte, warte, da hinten ist Memory. Memory. Ich weiß, ich habe mir die Dinge gemerkt. Hier war ein Pilz und hier war ein Pilz. So, sehr schön. Dann ist hier ein One-Up und 10 Münzen. Warte, 10 Münzen. War vielleicht hier, ja. Ach, Eisblume. Ach, da sind 10 Münzen. Komm, ich muss das jetzt hier schaffen. Ich muss doch das jetzt hier mal schaffen.
kann nicht sein, dass ich das hier nicht schaffe. Okay, hier war nichts. Hier ist... Hier passt. Okay, die mittlere Röhre. Alles klar. Knochen trocken. Tschüss. Tschüss. Hier ist doch irgendwo ein Pilz drin. Natürlich in dem, den ich als letztes betätige. Boah, wie schnell ist denn der Buhu? Aber ich kann jetzt hier oben lang laufen. Hallo? Haha, da wo so rote Sterne sind. Wenn das Sterne sein sollen. Da kann ich lang und dann hier durch die Röhre. Dann bin ich doch jetzt gleich hoffentlich schon bei... Bum, bum. Hoffe ich. Hoffe ich. Ja, hier ist er. Hier ist er. Hallo? So, erster Hit. Wir sind groß. Wir sind groß. Zweiter Hit. Bum, bum ist nicht mehr. Bum, bum ist nicht mehr. Ich lasse ihn mal kurz mal gucken, was er macht. Nur herumlaufen? Ernsthaft? Okay. Hit Nummer 3. Und dann ist hier die... Das Castle, die Burg, wie auch immer, der Turm... geschafft und im nächsten Part geht es hier in Welt 4 weiter, worauf ich mich natürlich schon sehr dolle freue. Geht bestimmt mit Fates weiter, was auch lustig wird. Also von daher, vielen Dank fürs Einschalten, bis dahin und tschüss.